Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon. Na? Schwert. Oh. Und ja, schöner Titelscreen, oder? Wir haben in der letzten Folge Deleon, den Unschlagbaren, besiegt. Und jetzt sind wir Aniro, der Unschlagbare. Was gar nicht so falsch eigentlich. Ich glaube, wir sind kein einziges Mal Game Over gegangen während des Spiels, oder? Ich glaube nicht, ne? Gut. Und ja, wir sind der Champion. Und ich habe noch nicht weiter als bis hierhin gedrückt. Ich weiß also nicht, was passiert, wenn ich jetzt A drücke. Also ja. Ich habe es nicht geplant, viel zu machen. Ich will jetzt eigentlich nur einmal zurück ins Spiel gehen, damit wir jetzt weiter, damit ich jetzt weiter irgendwie, weil ich Pokémon fange oder vielleicht mal anfange, ein paar Pokémon zu züchten. Und ja, irgendwas anderes optionales noch machen, keine Ahnung. Ja. Ich weiß ja nicht, was genau passiert, wenn ich jetzt A drücke, ob ich jetzt irgendwie in der Cutscene komme oder ob ich jetzt zu Hause bin oder von der Pokémon Liga, keine Ahnung. Deswegen machen wir jetzt ja einmal. Wie gesagt, ich plane nicht sehr viel. Nichts Interessantes. Ich will jetzt einfach nur sehen, was als nächstes passiert, und es passiert auch direkt schon was. Okay. Das war's irgendwie so. Okay. Hallöchen, ich bin der Champ. Du hast es geschafft, du bist der neue Champ. Herzlichen Glückwunsch. Wie ist es für dich zur Feier deines Titels? Ein Meister. Oh, what? Jetzt kriege ich einen Meisterball. Der beste Ball, aber fängst du garantiert jedes Welle Pokémon. Na, Pokebälle. Aber Professor Magnolika, sie hätten doch nicht extra herkommen müssen. Daniro hat so viel von uns verbracht, das ist das Mindeste, was ich tun kann. Den Wunsch, da wäre richtig nützlich gewesen gegen Dingens, ne? Aber was soll's. Die Wunschsterne, die das Dynamax-Phänomen verursachen, sind Teile von Indynalos. Ja, Indynalos, da wäre ein Meisterball gut gewesen, um, keine Ahnung, die Welt zu retten. Als ein Indynalos erwachte, wurde also die Region mit der Energie durchströmt, die für Dynamax nötig ist. Den niemand eingriffen, wäre Galar eine Horde ungezügelter Dynamax-Pokémon zum Opfer gefallen. Aber der Niro und die anderen haben uns alle gerettet. Da ist mir übrigens auch aufgefallen, ich habe jetzt ja auch schon Pokémon-Schild durch. Ich habe jetzt so einen Tag, nachdem ich dieses Spiel gespielt habe, habe ich auch durchgespielt. Und, war übrigens nicht so schwer gegen Deleon. Ich hatte nicht so riesige Probleme. Ich hatte auch viele Probleme, weil ich war auch noch so, weiß nicht, Level 56, 57. Ich wollte auch eine Herausforderung haben im Schild, ne? Und ja, war nicht so sehr viel schwieriger, aber war doch noch sehr schwierig. Ich musste viele Top-Belieber einsetzen. Und ja, ich habe dann auch natürlich noch den Kampf gegen Indynalos und so gemacht. Und mir ist aufgefallen, das Viech ist ja irgendwie dafür da, dass die Pokémon durchdrehen und sich Geiger deiner maximieren, ne? Warum konnte ich das dann nicht machen im Kampf? Also warum konnte ich nicht deiner maximieren gegen dieses Ding? Weißt du, da ausgerechnet gegen dieses Ding und ja irgendwie dafür sorgt, dass Pokémon das machen, ne? Also da habe ich mich irgendwie gewundert. Und ja, was soll's. Nun ja, das deiner maximieren ist schon seit langem ein fester Bestandteil der Kultur Galas. Ich wünsche mir, dass diese Kraft in Zukunft nicht mehr missbraucht wird. Also dann, Deniro, lebe dein Leben, wie du für richtig hältst. Ja, ich bin jetzt Champ, ich habe jetzt keine, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Mein Leben ist ohne Erfüllung jetzt. Professor Magnolika hat sich so intensiv mit Dynamax-Phänomen beschäftigt. Kein Wunder, dass sie sich solche Gedanken um die Taten des Liga-Präsidenten macht. Ja, manchmal kann man doch garantiert jedes Pokémon fangen, oder? Wahnsinn. Irgendwann triffst du mal ein Pokémon, bei dem du so einen Ball einsetzen möchtest. Na, mit einem Souvenir bleiben, hallo? Pokebälle. Ja, ist wie dieser eine Meme, ich weiß nicht, ist das Snoop Dogg, der drauf ist, so Meisterbälle? Nein, 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 nein. Pokebälle, ja. Oder ist irgendwie so, weil nicht mit der Hand so verneint, so nein, 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 nein. Und dann so mit dem Finger zeigt, so ja. Gut, die Frage ist jetzt, erkunde die Galario nach Herzenslust. Ich muss mal was gucken, aber die ist wahrscheinlich jetzt nicht aktualisiert, ne? Wir bestimmt jetzt noch einen weiteren Stern oder so bekommen, nachdem ich die ja geschafft hat, ne? Ja, also Pokémon Center aktualisieren mal. Wie gesagt, ich plane jetzt nicht viele Sachen mehr zu machen. Ich will jetzt einfach noch mal gucken, was hier noch so auf uns wartet. Was vielleicht, ne, da wollte ich gar nicht rein. Aber vielleicht sagen ja, 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 aber sieht nicht so aus. Okay. Na, ich will jetzt einfach noch mal gucken. Ich möchte eigentlich nur, ich habe jetzt eigentlich nur gestartet, damit ich jetzt auch wieder hier rumlaufen kann.
ist eine Cutscene und so was passiert und so, da hätte ja alle verpasst. Da will ich natürlich nicht. Was mir übrigens ein Schild aufgefallen ist, ich habe, nachdem ich in Dynalos besiegt habe, noch ein paar Pokémon gefangen, bevor ich gegen Delion gekämpft habe. Und aktualisieren. 5 Sterne, ha. Und ja, mir ist was aufgefallen. In der Dingens, in der Naturzone sind alle Pokémon jetzt auf Level 60. Also alle. Und ich will mal sehen, ob das hier jetzt auch der Fall ist. Also wir gehen mal ganz kurz hier hin zum Treffpunkt, ne, und gucken wir mal. Weil alle Pokémon waren jetzt Level 60 und ja, ich weiß nicht, ob mir das so gefällt. Ich meine, das ist natürlich gut, dann hast du direkt kampffähige Pokémon, aber ja, der allergrößte Fan bin ich jetzt nicht davon. Ja, mal in den Kampf hier rein. Dann gucken wir mal. So, Level 60, ja. Okay, Delion war Level 65. Das heißt, bevor ich wahrscheinlich mal, ich weiß nicht, ob trainermäßig irgendwie was noch hier passiert, neue Route oder so noch irgendwie aufgedeckt wird oder so. Wir gehen jetzt erstmal zu den ganzen Orten, wo ich noch nicht weiterhin konnte. Erst einmal hier in Engine City ist zum Beispiel so ein Typ, der sagt, hier komm wieder, wenn du irgendwie der Champ bist oder so. Und ja, ich würde sagen, wir statten dir mal einen Besuch ab, gucken, was dann passiert. War irgendwie unten, glaube ich, ne? Ne, ich glaube, hier ist falsch. Und ja, weiß ich nicht. Ich hoffe, der fordert uns nicht zu einem Kampf heraus, weil Delion war ja Level 65. Das heißt, ich nehme mal an, falls irgendwie mal so, weiß ich nicht, weiß nicht, ob man die Arena-Leiter noch mal bekämpfen kann oder so, also über den Champion. Also ich nehme an, alles wird mindestens jetzt schon Level 65 dann sein. Ne? Ich bin schon wieder falsch, glaube ich. Boah. Musst du da oben lang. Also ja, falls jetzt irgendwie Rematches oder so kommen oder irgendwie sowas, dann nehme ich mal an, die sind alle mindestens Level 65. Das heißt, wenn jetzt irgendwie ein Kampf kommt oder so, dann könnte ich auf die dicke Phrase bekommen. Also ich hoffe jetzt, da kommt jetzt kein Kampf oder so bei den Typen. Aber mal schauen. Hier war das. Diesmal bin ich richtig. Ah, ich bin der Champ, du hast schon mal von mir gehört, ne? Ich kann der Pokémon die besondere Attacke Stahlstrahl beibringen. Das ist das, das ist alles. Oh. Was für ein Ding. Das ist alles? Den sollen ganz Körper angesagt. Er hat vor mir möchte den Schaden, vielleicht er sich auch selbst. Hey. Das ist ein bisschen enttäuschend, komm schon. Jetzt irgendwie erwartet, das weiß ich nicht. Noch besseres ist sagen. Schauen wir mal, dann schauen wir mal den einen Typen hier vorbei. Bauer war der noch mal ein Surchester, oder? Ja, weiß ich nicht. Noch ein Surchester war der, ne? Irgendwie gesagt hat, ja, komm mal wieder, wenn du Champ bist oder so. Nur ein dicker Oschi wissen. Vielleicht haben die Shops jetzt auch neue Sachen zu verkaufen. Ich glaube, der war hier drin, ne? So. Ich hoffe, der freut mich nicht zum Kampf heraus, weil sonst könnte böse ausgehen, habe ich so ein Gefühl. Der wird dann bestimmt so Level 65 mindestens sein, ne? Aber ich hoffe ja mal, das wird nicht der Fall sein, ne? Wo war der nochmal? Ich bin wahrscheinlich wieder im falschen Hotel, ne? Wie gesagt, viel wird hier nicht passieren, ne? Also wahrscheinlich ein ziemlich langweiliger Part, nämlich einfach nur gucke, was kommt als nächstes oder so, ne? Aber muss ja auch mal sein, ne?
Ja. Wahrscheinlich war er gar nicht in der Stadt, ne? Schon wieder so lange her, Mann. Da gut, das Gute ist, ich kann jetzt wieder Pokémon fangen und mein Deck wieder ein bisschen auffüllen. Mir fehlen noch so ein, zwei, glaube ich, so ein paar Pokémon. Somnian kann man fangen. Das war's. Gibt bestimmt noch einige. Also, also nicht. Ich werde noch so viel rausquetschen wie möglich. Also die Sachen, die ich machen kann, ne? Ich kann, du warst dann, ne? Sagt bloß, du bist jetzt der offizielle Champ. Hut ab, stolz Leistung. Mein Name ist übrigens Morimoto. Für einen so starken Trainer wäre, habe ich nur gewartet. Na, jetzt los gegen mich. Das heißt, wenn du genug Mumm hast. Nein, habe ich nicht. Gegen den Typen kann man erst kämpfen, nachdem man Deleon besiegt hat. Und Deleon war Level 65. Er hat mir vorher auf die Fresse gegeben. Und ja, ich werde mindestens bis Level 65 erstmal leveln, bevor ich den Typen irgendwie herausfordere. Dann fühle ich mich ein bisschen sicherer, habe ich so gefühlt. Aber was passiert denn jetzt, wenn ich jetzt hier hingehe zum Score-Stadion? Ich bin jetzt der Champ, ne? Mal sehen, wenn der Champ jetzt hier auftaucht, ne? Einer. Die ganzen Liga-Angestellten sagen dann einfach My Lord. So. Und jetzt Nero, ist so cool. Der Champ, das muss mein Glückssack sein. Na? Dann gemerkt, weil ich erst mal wusste, dass dein Team aus Gewinnern besteht. Hast du nicht irgendwie immer gesagt, ja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich, wenn du Lust auf ein Turnier hast, können wir jederzeit eins veranstalten. Du bist herzlich eingeladen. Na, teilt, dann möchtest du es mal probieren? Nein. Jetzt erstmal gucken. Ich habe nämlich so ein Gefühl, ich weiß. Kampfturm, guck mal. Steht schon. Ich habe gewusst, dieser Turm wird irgendwie zu Kampfzone dieses Spiels. Bist du denn? Nein, ich will mit deinem Elektro aktiviert. Das soll die Stromrechnung reduzieren. Und das hätte das klappt erst, wenn Typ 0 sich entwickelt. Oh, hallo, Champ Danio. Lass mich dir noch einmal ganz ehrlich zu deinem Sieg gratulieren. Denn anders möchte ich dir das seltene Pokémon Typ 0 schenken. Typ 0 erhalten. Okay. Modifikations-Pokémon. Gerüchte besagen, dass es in der Galar-Region mit Hilfe von gestohlenen, streng geheimen Dokumenten komplett neu erschaffen worden ist. Okay. Ach, und diese Discs können gehören auch noch dazu. Weil es mehrere Discs. Typ 0 hat sich erst einmal entwickelt, ändert es sein Typ, je nachdem, welche Discs du ihm zu tragen gibst. Okay. Wenn das Ding irgendwie ein beschissenes Wesen oder so ab, dann kann ich wahrscheinlich wieder neu laden oder so, ne? Hm, sieht so aus. Gut, das heißt, hier werde ich auf jeden Fall nicht speichern und ja, halt nicht. Keine Ahnung. So, ich kämpfe Tag aus Tag ein, um Schritt für Schritt einem Rang aufzusteigen. Okay, komm in GP-Laden. Wie kann ich dir helfen? So, zeig mal, was es hier alles gibt. Ein Angriff schneller, aber seine Verteidigung umso langsamer. Angriff schneller und sein Spiel. Oh, das sind Dings. Solo, frech, mutig, pfiffig. Okay. Kann man damit die Dings ändern, die Wesen? Da wäre ja krass. Warte, sie hier. Fähigkeitenkapsel. Bei Anwendung auf ein Pokémon, das zwei verschiedene Fähigkeiten haben kann, mit seiner aktuelle Fähigkeit mit einer anderen ausgewechselt. Das ist gut. Gott sei Dank haben wir irgendwas. Es gibt Leute, die sich sehr darüber. Es gibt Leute, die sich sehr darüber freuen würden. Habe ich davon nicht einen? Ich habe drei sogar. Diese Buddelbrüder, glaube ich. So, ja, mit ganzen Competitive Sachen. Genauso wie ich das will.
Hier unter einen Einfluss von Medora stehen die Initiative. Wir kommen im Kampfturm. Wo steht der Sinn? Wenn er vermuten lässt, ist der Kampfturm eine Einrichtung, in der du kämpfen kannst. Dabei kannst du auf dieselben Regeln zurückgreifen wie bei Rangkämpfen. Für gewonnene Kämpfe gibt es Belohnungen wie GP und Sonderbonbons. Wenn du keine Zeit zum Trainieren hast, kannst du auch mit einem Leitteam antreten. Wo steht der Sinn? Ja, da will ich mir erst noch nicht heute angucken. Eins meiner Kampfdienst ausleihen. Nö. Du bist tatsächlich zum Champ aufgestiegen. Reifleistung, ich muss schon sagen. Da hast du jetzt die fantastische Möglichkeit, Pokémon, die Level 100 erreicht haben, bei mir ein super Spezialtraining absolvieren zu lassen. Was bringt mir das? Super Spezialtraining. Das ist nicht unser neuer Champ ist. Du hast doch tatsächlich den und den Unschlagbaren besiegt. Ist einfach der allerbeste. Herzlichen Glückwunsch. Es ist eine Ehre, dich in unserem Geschäft begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, willkommen, Champ. Möchtest du etwas kaufen? Oh. Gigasauger. Sprungfeder, Magieflamme. Und besonders heiße Flammen eingesetzt. Das sagen, ob das Ziel sinkt. Kalkklinge. Zauraum, Magieraum. Nicht schlecht. Das kann man ja mal machen, ne? Der hat den Rosé Tower zum Kampfturm funktioniert und ist nun sogar dessen Eigentümer. Es ist in seiner Zeit als amtierender Champ, liegt ihm weiterhin viel daran, jeden stärker zu machen. Diese Leidenschaft ist bewundernswert. Kämpfe gegen Trainer aus aller Welt sind eine nervenaufreibende Angelegenheit. Da solltest du den Kampf um verschiedene Strategien aneignen. Kannst du gegen Pokémon Trainer aus aller Welt kämpfen? Okay, mein Gott, ist das hier alles am Glänzen. Ey. Wo sind Deleon und Co? Ja, ne, wo sind Hop und Mary und so? Ja, mal nach. Nie gedacht, ich das mal sagen wollte, aber gehen wir mal Hop besuchen. Dann gehen wir mal Professoren besuchen. Also Gefühl, okay, das hat schon irgendwie so angedeutet, dass ich zum Schlummerwald gehen muss. Das ist klar, aber ich möchte mal gucken, ob sich irgendwie, weiß ich nicht, noch so andere Sachen triggern lassen. Wenn nicht, dann muss ich mich halt offscreen so umschauen und gucken, wo was passiert oder so, ne? In der Zone sind sich vier Trainer und Pokémon aller Arten. Es ist auch nicht auszuschließen, dass man dort Dynamax-Pokémon begegnet. Von einem Pokémon vertraue deinem Pokémon ab, keine Angst, sich neuen Herausforderungen zu stellen. So, ich sah ja hier. Die wohnt ja hier, ne? So. Gut, wie gesagt. Nichts Atemraum. Ich will nur mal gucken, was hier noch so los ist. Ne? Ich werde wahrscheinlich erstmal auf Screen hier gucken, wo ich hin will. Ich werde wahrscheinlich meine Pokémon erstmal hochleveln, damit wir gegen diesen einen Typen mal kämpfen können. Vielleicht mal schauen. Ich fühle mich etwas, weiß ich nicht. Ich kann nicht irgendwie der Champ sein und mit schwächeren Pokémon als Deleon rumlaufen. Das geht irgendwie nicht. Ich muss sie erst mal wieder auf den Stand bringen. Letztens hier war, hat er zum ersten Mal seit langer Zeit in aller Ruhe mit uns gegessen. Wir sollten mal wieder alle einladen und einen netten Grillabend zusammen verbringen. Was? Dieses Gewand ist etwas ganz Besonderes. Ich will, dass du sein neuer Trainer bist. Das ist bald wieder nach Herzen zu kämpfen. Viele Grüße, Deleon. Ey, auf mir diese ganzen Pokémon alle zu schenken. Ich muss sie alle mit einem richtigen Wesen zu haben. Okay, ich muss auf jeden Fall laden und nicht speichern hier. Deswegen habe ich auch irgendwie Angst, irgendwie den Kampfturm irgendwie hier so zu betreten, weil ich Angst habe, dann wird davor gespeichert und ja, dann was das nicht mehr ein Champ sein, doch ist ja konnte eine Date nach Hause. So, wir haben Glomando bekommen übrigens, ne? Was mir irgendwie nichts bringt, ich habe einen Feuerstarter, also Leute. Ja, guck, ich meine Wesen neutral ist hinterhältig, aber hat so eine Geiger Dynamax Form, ne? Das ist ja zum Beispiel ein guter Kandidat, um Dingens ja EV-Training zu beginnen, was ich auch machen werde wahrscheinlich. Darauf bin ich schon ganz heiß. Muss mich nur halt im Internet wieder
erst mal informieren, wo du da am besten hingehst und so. So ohne geht nicht. Und ich muss mal gucken, wo man erkennen kann, ob man alle EV verteilt hat. Da gibt es normalerweise auch immer einen Trainer, wenn ich mich irre. Ein sagt, oh, die gehen mal irgendwie so ein Band oder so, ne? Aus der Professorin. Na. Engine City war ich schon. Ja, nicht Route 4. Ich überlege gerade, gibt es irgendwo noch einen Ort, wo ich vorher nicht hin konnte, der mir blockiert wurde? Oder irgendjemand, der mit mir reden wollte über irgendwas? Finster Nacht. Jetzt mal, wir gehen mal. Sag was. Tafelwasser. Ja, ich werde hier viel offscreen erkunden und jedes Mal so einschalten, wenn ich was finde. Jetzt hier zu suchen und zu gucken, wo kann ich jetzt was machen oder so. Bringt's, glaube ich, nicht. So, kann ich die Arena Challenge nochmal machen? Immer eine gute Frage. Zum Pflanzen und richtig verdient. Nur weiter so, dann die Ruhe. Nee. Kann ich neue Sachen kaufen? Kann ich Top-Leber kaufen jetzt? Konnte man, glaube ich, noch nie. Ne? Kann ich mir eine neue. Kann ich mir Deleons Uniform jetzt kaufen? No. Ja, ne, warum kriege ich jetzt nicht so einen Mantel? Ich will auch so einen Mantel haben wie Deleon. Ein Königsmantel. Och, das ist doch der Champ, ja. Ja, ist er. So, auf den ersten Blick finde ich ja nichts. Also werde ich wahrscheinlich erst einmal ziellos hier rumrennen, meine Pokémon hoch trainieren auf mindestens Level 65. Dann fühle ich mich irgendwie sicherer, gegen diesen einen Typen zu kämpfen, weil er haut wahrscheinlich jetzt irgendwie bald nicht irgendwie Level 65er Pokémon raus, mindestens. Also ja, ist hier eigentlich irgendwie was? Hier konnte ich irgendwie nie was machen. Oh, ich dachte, jetzt wäre ja was. Das war so ein langer. Ja, was ist mit denen eigentlich geworden? Ne? Oh nein, oh nein. Sie hat sich eine Erkältung, kann nicht arbeiten. Du bist doch der Junge, der hier mit Resoi gegessen hat, oder? Ja. Was lieber das angeht. Ja, ich habe da vergessen, danach zu. Tja, könnte ich dich im Hintergrund rattern hören? Konnte ich im Hintergrund einen rattern hören? Hilft dir das weiter? Was ist denn das für ein unprofessioneller Laden? Das ist ein Wingold von draußen. Ach so, ein Rattern. Hey, was ist denn das für ein unprofessioneller Laden, ey? Rattern, keine Ahnung. Dem an, das ist ja irgendwo hier in der Stadt, ne? Rattern, nicht Bahnhof. Ja, ne? Hier vielleicht. Rattern, was ist Rattern? Die Definition davon. Den Zugabteil. Eigentlich. Du. Keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich jetzt irgendwo ein Dings, ne? Ja, du. Ah, du willst was uns essen? Danke. Dieser Laden bringt den Geschmack des Meeres direkt auf den Tisch. Die Gerichte sind so lecker. Den habe ich schon beim Restaurant beglichen. Für dich aber habe ich was Süßes. EP-Bonbon. Okay. Weiß nicht. Ich habe das Gefühl, da hätte ich schon irgendwie früher machen können. Weil sie vom Champ zum Lieferjunge. Ich habe gerade erst die Pokémon hier geschaffen, ja, und dann soll ich jetzt hier Essen liefern. Willst du mich eigentlich auf den Arm nehmen? Danke fürs Ausgehen. Weil es war zwar nicht viel, aber hier ist dein Lohn. Fünf Nuggets. Oh, kann ich das täglich machen oder so, um mal Geld zu kommen oder wie? Ja, ich gehe mal zum Leuchtturm. Vielleicht am Leuchtturm irgendwann.
Wir schauen jetzt noch mal bei jeder Stadt einmal so vorbei, von irgendwelchen Orten, die irgendwie verdächtig sind. Hey, ihr seid doch die aus dem Dings, aus dem Ending, diese Band. Die Maximizers sind die besten Pokémon-Band der Welt. Möchtest du die auch gleich live erleben? Ja, gerne. Das kann eine Weile dauern. Sie mischen den Laden richtig auf. Willst du ihn trotzdem ansehen? Auf jeden Fall. Oh. Kann ich mir Kreds nochmal angucken? Die kann ich nicht wegdrücken. Ey. Das ist ein bisschen suboptimal, Leute. Ich kann ohne Kack jetzt nicht wegdrücken. Na gut, aber wie es aussieht, werde ich wahrscheinlich erstmal noch ein paar Vorbereitungen treffen müssen, bevor wir weitermachen. Ich will definitiv mal die Kampfturm auschecken, aber dafür brauche ich erstmal einige gut trainierte Pokémon. Also ich werde mir bis dahin schon mal was, also ich will wenigstens mal einmal reinschnuppern. Ich werde das offscreen natürlich wie blöde machen, aber erstmal muss ich mir ein paar Pokémon dafür zusammenzüchten. Also ja, dann würde ich sagen, keine Ahnung, nehmen jetzt mal an, da passiert jetzt nichts mehr, ne? Gut, dann werde ich im nächsten Part einige neue Pokémon fertig haben zum EV trainieren. Ich werde nebenbei hier noch meinen Fangpart hier dann weiterarbeiten. Ich habe immer noch ein, ich habe zwar schon 330 Pokémon, aber ich habe ja immer noch, weiß ich nicht, voll viele Videos aufgenommen. So 9 Videos habe ich ja noch mit 9 Pokémon. Die habe ich noch gar nicht zusammengeschnitten. Habt ihr noch gar nicht gesehen? Ich habe vor diesem Part noch einen Fangpart hochgeladen zum Beispiel. Und da sind noch nicht alle Pokémon, die ich getroffen habe, drin. Also ich habe immer hier noch auf dem PC welche gesehen, welche ja zu den 330 Pokémon hier geführt hätten, die ihr noch gar nicht gesehen habt. Und ja, da kommen dann noch hin und wieder welche dazu mit Somnian und so, ne? Und weiß ich nicht, vielleicht tue ich mir Glumanda zurecht trainieren, aber wenn, dann muss ich das erstmal hier muss halt immer wieder neu starten, dann bevor ich das annehme, weil das Ding hat irgendwie, also damit das Ding irgendwie ein richtiges Wesen hat oder so, ne? Also ja, das wird ein bisschen nervig, aber das muss man halt machen, wenn man Pokémon halt auf EV trainiert, ne? Aber ja, gut, wird mich aber nicht so lange beschäftigt halten, habe ich so ein Gefühl. Also ja, in dem Sinne sage ich dann, ich beende den Part hier. Ich werde jetzt noch die Aufnahme erstmal ausmachen. Ich glaube jetzt nicht, dass jetzt irgendwas Besonderes kommen wird nach diesen Credits hier. Also ja, tue ich mal hier den Part beenden. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo sich dann teamtechnisch, levelmäßig einiges geändert hat. Und ja, sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Lasst bitte ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Das wäre sehr lieb von euch. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge, wo wir hoffentlich ein bisschen mehr Action und so haben, ne? Dankeschön und tschüss.